So, 1, 2, 1, 2, Test. Ich vermute mal, jetzt läuft die Kamera und wir sind hier live auf der Premiere der Triumph Rocket 3, der neuen Triumph mit 2,5 Liter Hubraum. Man kann mit diesem Motorrad auch elektronisch gesteuert, keine Ahnung, wie das funktioniert, seine eigene Fahrt filmen. Ich hoffe, das läuft nicht so wie im Odenwald ab, wo die GSXR-Fahrer sich dann zu Tode fahren und ihren eigenen Tod filmen. Wir werden also jetzt filmen, wie ich überlebe auf dieser Triumph Rocket. Dazu muss ich diese Kamera, die mich gerade filmt, natürlich erstmal auf dem Motorrad fixieren. Dort ist der kleine Halter. Das können wir nun leider nicht mehr filmen, wie wir euch mit der Kamera da unterbringen. So, Harley-Fahrer, aufgepasst, ihr müsst jetzt sehr stark sein. Das hier ist natürlich ein ganz anderer Schnack. Triumph versucht immer wieder einzubrechen in unsere Szene. Vielleicht gelingt es ihnen diesmal mit der dreizylindrigen Triumph. Das Ding hatte inzwischen 2,5 Liter Hubraum, also noch mehr als die erste Triumph Rocket. Und die Kraft von 160 PS, das ist eine Kraft, die mich teilweise überfordert hat. Also ich habe kaum Gelegenheit gehabt, mir die schöne Gegend hier in Teneriffa, wo wir zur Testfahrt eingeladen waren, mir anzuschauen. Ich kann sie mir jetzt zum ersten Mal angucken. Da hinter mir ist offensichtlich eine Menge zu sehen an Landschaft. Aber was noch viel sexier ist an dieser Triumph, ist ja dieser Ausklapphebel für den Sozius. Der ist nämlich hier rechts unten. Ich darf es euch mal zeigen. Ich hoffe, die Kamera zeigt das auch. Das geht nämlich über zwei Gelenke. Wir machen einmal so und dann machen wir so. Und dann könnt ihr, sobald ihr eine Lady habt, sie hinten aufsteigen lassen und sie kann sich nicht die Gummisohlen am Auspuff verbrennen. Das ist das, was mich an diesem Motorrad am meisten beeindruckt hat. Aber jetzt in allem Ernst nochmal 160 PS Drehmoment von 3500 bis 5000 Umdrehungen in einer geraden Linie. Das muss man erstmal ausreizen können. Da war ich als Harley-Fahrer, muss ich sagen, tatsächlich teilweise ein bisschen überfordert.